Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zu meinem allerersten Baby-Haul. Wir haben euch ja gerade erzählt, dass in meinem Bauch ein Babyboy wächst. Ich bin tatsächlich jetzt schon in der Halbzeit angekommen und so langsam beginnen wir damit, alles vorzubereiten. Kinderzimmer und sowas ist natürlich noch sehr, sehr weit entfernt. Dafür müssen wir nämlich hier zu Hause ein bisschen was umbauen. Wir haben nämlich eigentlich gar keinen Platz dafür und dementsprechend ziehen wir als Eltern jetzt oben auf den Dachboden. Und das Baby bekommt dann unser eigentliches Schlafzimmer. Aber damit haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir haben ein neues Ehebett bestellt, ein neues Boxspringbett bestellt, weil unseres tatsächlich nicht auf den Dachboden passt. Und das soll im Juni kommen und dann geht es auch richtig los mit dem Kinderzimmer. Ich sage jetzt aber schon mal, was wir so für Kleinigkeiten für den kleinen Zwerg besorgt haben. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich würde sagen, ich greife einfach mal hier in die Kiste. Ich habe hier so eine große Kiste stehen, da bewahren wir gerade alles auf. Das hier haben wir gerade von Mom zugeschickt bekommen, ein Testpaket. Und zwar sind wir sehr, sehr zufrieden gewesen mit Mom bei unserer mittleren Tochter. Und ich wollte unbedingt wieder die Flaschen von Mom haben. Ich möchte natürlich stillen, aber wer weiß, ob das klappt. Dementsprechend halte ich gerne Flaschen zu Hause. Genau, Mom hat uns einmal hier dieses Starter-Set Welcome to the World Geschenkeset zugeschickt. Da ist ein Schnuller drin und drei Flaschen und eine Schnullerkette. Genau, richtig süß übrigens. Das Design ist so ein Petrol mit Dinos drauf. Finde ich mega süß. Außerdem sind auch noch zwei Schnullis eingezogen, zwei Packungen Schnullis. Da sind wir natürlich auch unsicher. Meine anderen beiden Töchter haben jeweils keine Schnuller genommen. Aber wir hatten immer welche da und ich würde es natürlich auch wieder ausprobieren, ob der kleine Babymann diesmal Interesse daran hat. Auch hier wieder von Mom. Einmal diese zwei Pakete und von Mom gab es auch noch mal schon mal einen Beißring, wenn dann die ersten Zähnchen kommen. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit einem etwas größeren Teil. Das haben wir gerade auf dem Flohmarkt ergattert und zwar eine Babytrage von Cocardi. Ihr wisst ja, dass wir absolute Cocardi-Fans sind und ich habe natürlich auch noch ein paar Tragen von meiner Tochter übrig. Genau, aber ich habe die hier, ich habe einfach so ein krasses Schnäppchen gemacht, ich musste sie mitnehmen und in dieser schönen Farbe, so ein richtig schönes Petrol. Aber zwecks Cocardi könnt ihr euch auf etwas ganz Spezielles freuen, aber da darf ich noch nicht so viel verraten. Jetzt machen wir weiter mit der ersten richtigen Babydecke für unseren kleinen Mann. Ich weiß nicht, irgendwie so eine Babydecke ist für mich immer was ganz, ganz Besonderes und die haben wir diesmal bei Mojo gefunden. Richtig, richtig süß. Ich verlinke euch das alles mal in der Infobox. Ich kaufe für alle meine Kinder immer eine richtig schöne Strickdecke am Anfang. Und es ist, weiß ich nicht, wie gesagt, irgendwas ganz, ganz Besonderes für mich. Wir haben uns hier einmal für eine beige-blau gestreifte entschieden. Eine richtig, richtig schöne gestrickte Babydecke. Und das wird so die erste Decke für den kleinen Mann. Außerdem haben alle meine Kinder ein Tier von Steif bekommen in der Schwangerschaft. Und das war bei meiner letzten Tochter ja ein Schaf und für unseren kleinen Mann. Der hat übrigens das Thema Giraffe. Das werdet ihr gleich nochmal sehen. Aber die Giraffe von Steif hat mir so gar nicht gefallen. Und deswegen habe ich mich hier für den Affen entschieden. Der rasselt auch. Und ich finde ihn richtig, richtig süß. Genau, das ist also das erste richtige Kuscheltier. Und dann habe ich ja gesagt, wir haben das Thema Giraffe. Und ich habe mir bei Häkelzauber bei Instagram ein richtig tolles Set anfertigen lassen mit dem Thema Giraffe. Ihr wisst ja, ich liebe solche gehäkelten Sachen hier. Und da muss natürlich auch wieder was her für den kleinen Mann. Und wie gesagt, haben wir uns für das Thema Giraffe entschieden. Da ist einmal hier so eine Kuschelgiraffe dabei. Richtig süß. Dann haben wir eine Spieluhr. Und die spielt übrigens diese Melodie hier. Ich finde das so süß. Schaut mal, wie goldig. Oder? Auch das verlinke ich euch natürlich alles in der Infobox. Das war so ein großes Set. Könnt ihr aber natürlich auch einzeln bestellen. Wir haben hier jetzt noch eine Schnullerkette zum Beispiel dabei gehabt. Die haben wir ohne Namen genommen. Das könnt ihr natürlich auch mit Namen machen. Aber wir haben sie ohne Namen genommen, weil erstens der Name zu diesem Zeitpunkt noch nicht stand. Und zweitens, wir einfach nicht mehr so viele personalisierte Sachen haben wollen. Ich habe das bei meiner ersten Tochter schon gemerkt. Da haben wir sehr, sehr viel personalisiert. Bei meiner zweiten Tochter deutlich weniger. Und jetzt wollen wir noch weniger wirklich mit dem Namen personalisieren. Wir sind uns tatsächlich auch gar nicht so sicher, ob wir den Namen veröffentlichen wollen, einfach zum Schutz des Kindes. Aber genau, das steht noch offen. Aber hier die Schnullerkette haben wir auf jeden Fall noch dazu genommen. Und da ist auch schon ein Bips-Schnuller dran. Die haben wir nämlich auch gekauft. Das waren nämlich tatsächlich die einzigen Schnuller, die meine zweite Tochter mal genommen hat in ihrer Schreiphase. Und deswegen haben wir da natürlich auch noch ein paar von gekauft, aber die zeige ich euch gleich noch. Genau, zu dem Set gehört auch noch eine kleine Babyrassel natürlich mit Giraffe und noch eine Kinderwagenkette. Aber die haben wir gerade an unserem Stockebettchen dran.
Das Stockebettchen war mein absoluter Traum schon bei meiner ersten Tochter. Und jetzt beim letzten Kind habe ich mir den Traum erfüllt und ein Stockebettchen, das Stocke Sleepy Mini, gekauft. Genau, das ist jetzt auch schon im Wohnzimmer aufgebaut und wir lieben das. Und da hängt, wie gesagt, auch schon die Kinderwagenkette dran. Ich wollte mir dann noch so ein kleines Mobile besorgen, auch mit so einer Giraffe dran. Aber ich finde das erstmal so schon ganz süß. Außerdem seht ihr da drin auch schon das erste Nestchen für unseren kleinen Mann. Das haben wir auch schon anfertigen lassen, als wir wussten, dass es ein Junge wird. Und tatsächlich ist das auch die Farbe, die wir so ein bisschen durch das ganze Kinderzimmer und so leiten lassen wollen. Nämlich so ein richtig schönes Rauchblau. Das Stockebettchen und auch das Nestchen verlinke ich euch natürlich auch nochmal in der Infobox. Von Mojo haben wir übrigens auch noch hier so süße Strickschüchen. Ich liebe ja solche Strickschüchen und tatsächlich waren ja meine Kinder, gerade die zweite, absolute Tragekinder. Und da sind solche Strickschüchen einfach Gold wert. Wirklich bei jedem Wetter einfach schnell drüber ziehen und haben die immer warme Füße. Deswegen hatten wir dementsprechend sehr, sehr viel von solchen Strickschüchen und natürlich jetzt auch für den kleinen Mann. So, jetzt habe ich hier vor mir die große Kiste und damit fangen wir jetzt mal an. Ich greife zuerst die Bips-Schnuller, habe ich euch ja gerade schon erzählt. Da haben wir verschiedene Farben und auch verschiedene Sorten. Das sind zum Beispiel die mit dem Kürzsauger. Aber Bips hat jetzt auch die mit dem normalen Sauger im Sortiment. Genau, da habe ich einmal diese beiden hier. Und ich wollte auch unbedingt einmal die Bips-Flasche ausprobieren. Die ist aus Glas, da bin ich ja sowieso absoluter Fan von. Und genau, wenn das Kind eben genau den Bips-Schnuller total mag, dann ist wahrscheinlich die Flasche genau das Richtige. Wollte ich einfach mal austesten. Hier häuft es sich langsam und hier unten wird es vielleicht ein bisschen weniger. Ich habe bei Vinted natürlich ein bisschen was an Kleidung gekauft und ich konnte einfach nicht an dieser Ente hier vorbeigehen. Das ist auch eine kleine Spieluhr und ich finde die einfach so, so süß. Die ist von Sterntaler und die musste jetzt einfach auch noch mit einziehen, auch wenn wir schon jetzt zwei haben. Aber ich finde das einfach so süß. Gott, die ist wirklich goldig, oder? Genau, von Bips gab es außerdem noch ein Schnullerkittchen und auch noch so eine Schnullerbox. Voll praktisch, da kann man eben die Schnuller für unterwegs einpacken und das hier an den Kinderwagen hängen. Dann geht es weiter mit ein bisschen was an Kleidung. Also Kleidung kann ich euch sagen, dass die Erstausstattung 50/56 eigentlich komplett steht. Da muss ich jetzt natürlich einmal durchschauen und die Bodies durchzählen. Ich hatte ja Spuckkinder und bei mir sind 20 Bodies bis 30 Bodies eigentlich ein Muss. Und genau, ich habe natürlich jetzt schon so ein paar Sachen gekauft. Alles gebraucht, kann ich euch sagen. Also es ist alles von Vinted oder hier hängt sogar noch der Flohmarktzettel dran. Zum Beispiel so ein Hemdchen oder solche Einteiler. Einmal waren wir bei Name It im Outlet. Die Kleine steht hier übrigens nebenbei, isst ein Eis und winkt euch gerade süß in die Kamera. Süß, ne? Genau, einmal von Name It haben wir im Outlet gekauft, so einen süßen Body. Hier solche Sachen, das ist aber schon 62. Also ab und zu habe ich schon so ein paar Sachen in 62 geholt. Und da möchte ich tatsächlich auch noch ein bisschen mehr jetzt kaufen, weil mein Neffe zum Beispiel schon nach ein paar Wochen, also ich glaube nach 3 Wochen hat er schon 62 getragen. Und damit ich dann nicht im Wochenbett irgendwie noch Kleidung kaufen muss, habe ich gedacht, okay, ich kaufe einfach schon so ein paar Sachen. Genau, die hier ist auch von Name It, auch aus dem Outlet. Die war recht teuer, 23 Euro, aber ich bin so, so verliebt. Und meine Freundin hat die tatsächlich direkt nachgekauft, als ich ihr die gezeigt habe, weil die ist so süß. Da gehört noch ein dunkelblauer Body dazu. Genau, bei Wahlkitty habe ich diese süße Jacke hier gekauft. Die finde ich auch richtig goldig. Und hier zum Beispiel wieder so ein typischer Vintage-Kauf. Einmal so ein grauer Strampler von Fädchen. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt nicht jedes Teil, weil das wäre einfach viel zu viel. Ich zeige euch einfach mal so die Lieblingsteile. Hier zum Beispiel auch wieder so ein Noppi-Set von Vinted, mal in 50, hier zum Beispiel mal in 56. Ich bin mir tatsächlich bei dem Jungen auch gar nicht so sicher. Meine anderen beiden waren ja sehr, sehr zierlich und haben die Größe 50 wirklich 4, 5, 6 Wochen getragen. Aber ein Junge kann natürlich immer ganz anders wachsen wieder. Hier zum Beispiel auch noch so eine passende Jacke dann zu den Pullovern oder hier auch von Fädchen vom Flohmarkt. Das ist eine richtig süße Latzhose. Latzhosen werdet ihr übrigens noch öfter sehen, denn die liebe ich total bei Jungs. Genau, hier sind noch ein paar Bodies von Noppis. Die waren da auch tatsächlich im Outlet, wie gesagt, im Angebot. Und die habe ich auch noch bei Vinted ergattert. Ich glaube, die ist auch schon eine 62, nicht tatsächlich noch eine 56. Hat noch ein Body drunter mit so Monster Trucks drauf. Genau, also tatsächlich ist es ja für Jungs allgemein viel, viel schwieriger, Kleidung zu kaufen. Und das kann ich auch absolut bestätigen. Aber ich kann euch sagen, dass ich echt bei Vinted richtig, richtig tolle Sachen gefunden habe. Die seht ihr, wie gesagt, ja hier im Haul. Also ich bin halt so eine Mama, ich mag bei Mädels, mag ich sehr, sehr gerne Blümchen und ganz viel Rosa.
Und bei Jungs ist es mir trotzdem wichtig, dass es halt eben schlicht ist. Und halt nicht so mit diesen ganzen Aufdrücken drauf. Und das werdet ihr jetzt oder habt ihr ja auch schon gesehen, was so ungefähr mein Stil beim Jungen ist. Und es ist gar nicht so einfach, da zum Beispiel auf dem Flohmarkt was zu finden. Aber wie gesagt, bei Vinted habe ich ab und an mal Glück. Ich habe zum Beispiel auch noch so eine Handmade-Hose hier gefunden. Das war auch so ein richtiges Flohmarkt-Schnäppchen. Die ist nagelneu und hat einfach nur 3 € gekostet. Aber finde ich auch total süß. Die ist in so einem Cord-Grün und hier oben so gestreift. Aber das ist halt genauso mein Stil. Genau, hier habe ich noch ein paar Sachen. Zum Beispiel hier auch ein richtiges Schnäppchen vom Flohmarkt. Ein richtig süßer Body. Oder hier, ja, so einen kleinen Schlafi mit Entchen drauf. Tatsächlich bin ich auch hier wieder voll und ganz auf Bequemlichkeit fürs Baby. Also viele Bodies und Strampelhosen bzw. Strumpfhosen. Strumpfhosen fehlen mir tatsächlich noch. Da habe ich noch gar keine einzige, glaube ich. Den hier habe ich tatsächlich fast als allererstes gekauft, als ich gerade wusste, dass ich schwanger bin. Bei Vinted, da wussten wir noch nicht, was es wird. Genau, ist auch handgemacht und ich finde ihn so, so goldig. Sowas ist halt perfekt für die Anfangszeit. Hier ist der dunkelblaue Body von der Latzhose von Name It. Und hier habe ich auch noch so einen Name It Pullover auf dem Flohmarkt ergattert. Noch ein bisschen was von Noppies. Und diese Strampelhosen meine ich zum Beispiel. Also eigentlich mag ich die gar nicht mit diesen Füßchen unten dran von H&M. Aber die sind halt für den Anfang doch schon ganz schön praktisch. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen was genäht fürs Baby. Den hier habe ich genäht, als ich noch nicht wusste, was es wird. Auch in einer kleinen 50. Und den hier habe ich genäht, da wussten wir schon, dass es ein Junge wird. Aber den Stoff habe ich tatsächlich für meine Tochter gekauft, weil die absolut total gerne Kühe mag. Hier sind zum Beispiel noch ein paar von diesen Strampelhosen. Die habe ich tatsächlich immer so im Set gekauft. Hier ist zum Beispiel auch noch eine. Bei Vinted gab es so ein riesengroßes Set mit passenden Bodies tatsächlich. So ein Body hier zum Beispiel von H&M, auch ganz klein in 50, kann man dann super mit der einen Hose kombinieren. Hier haben wir noch von Noppies eine Hose und ein kleines süßes Mützchen mit so Gänschen drauf. Da habe ich tatsächlich hier das passende Set zu. Einmal die Strampelhose mit diesen süßen Enden drauf und auch den passenden Body von H&M dazu. Hier habe ich noch ein Steif. Body. Ich liebe ja steif und ich schaue tatsächlich auch ganz viel bei Vinted und da kriegt man diese Bodies ja teilweise echt für 2 €. Finde ich mega gut. Also falls ihr da echt nach Marken sucht, schaut bitte gebraucht. Und hier sind auch nochmal 2 Bodies von H&M. H&M sind tatsächlich auch meine Lieblingsbodies und ich versuche immer eigentlich nur H&M-Bodies als Wickelbodies zu kaufen. Kann ich einfach jedem empfehlen. Bei Wickelbodies, manche Eltern mögen sie, manche hassen sie. Aber ich bin absolut für Wickelbodies. Die sind super praktisch und dieses über den Kopf ziehen ist bei den ganz Kleinen einfach überhaupt total sinnlos. Das versuche ich also immer meistens zu vermeiden. Hier habe ich noch so eine süße schwarze Hose vom Flohmarkt. Und hier habe ich auch noch eine kleine Leggings selber genäht. Den hier habe ich gekauft, da wusste ich auch noch nicht, was es wird. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich den meinem Jungen auch anziehen werde. Es ist halt so mit so, ja, Sträuchern drauf, aber ich finde den auch richtig süß, der ist von Zara. Hier haben wir wieder ein Set, auch von Name It, und zwar wieder ein paar Schüchen, die sind aus Wolle diesmal. Die Kleine hat eine Rassel, die ist tatsächlich rosa, genau, die ist nämlich noch von ihr selber. Warte mal, ich zeig nochmal die Sachen. Und da war auch so ein paar Handschuhe dabei, ich weiß natürlich nicht, ob wir das brauchen, weil das Baby kommt im September. Aber die Wollschüchen, die brauchen wir auf jeden Fall. Und jetzt habe ich tatsächlich ein paar Sachen, die habe ich gekauft, das war ein paar Tage, bevor wir das Outing hatten. Und ich habe vorab eigentlich immer so richtig krass gedacht, okay, das wird ein Mädchen. Und dann war ich auf diesem Kinderflohmarkt und ich habe Jungsachen gekauft. Das war irgendwie so ein Instinkt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich unter anderem diese Strickjacke hier gekauft. Und es hat sich einfach richtig angefühlt. Und ein paar Tage später hatten wir tatsächlich das Jungs-Outing. Also keine Ahnung, aber ja. Diese Jacke hier zum Beispiel, die ist von Taco ursprünglich, aber wie gesagt, alles vom Flohmarkt. Oh ja, super, danke. Hier ist noch ein bisschen was von Noppies. Noppies ist auch einfach so meine Lieblingsmarke, ne? Also ihr merkt es schon, ich kaufe viel von H&M, Noppies, Name It und Steif. Hier ist noch eine Hose, die ich selber genäht habe, diesmal in so blau gestreift. Hier habe ich auch noch 2 Schlafis von H&M, da mag ich tatsächlich auch die von H&M am liebsten. Den hier habe ich tatsächlich auch schon genäht, da wusste man noch nicht, was es wird. Das ist auch nochmal so ein
Einteiler mit so einem richtig süßen Milchstoff und da noch so ein Milkmonster-Label. Auch richtig süß, ne? Aber das ist eigentlich eine 50 genäht, aber die fällt aus wie 62. Unser kleines Giraffenbaby hat natürlich auch noch ein Sophila-Giraffe-Set bekommen von H&M. Da gibt es ja so eine limitierte Edition mit passender Hose. Hier sind auch noch zwei Noppies-Hemden. Auch diese Wickelhemden finde ich sehr praktisch. Und jetzt kommt wieder ein großes Teil. Und zwar habe ich mich noch für eine Einschlagdecke entschieden. Ich weiß jetzt nicht von welcher Marke, die steht leider nicht drin. Die habe ich auch vom Flohmarkt. Die ist auf jeden Fall auf so einem richtig, richtig schönen Stoff. Ja, mein Schatz, gleich machen wir das. Die ist wirklich nur für die Anfangszeit, ne? Also da passt das Baby vielleicht 2 Monate, 3 Monate rein. Aber ich fand die ganz praktisch für zum Beispiel den Stubenwagen oder im Kinderwagen. Da können wir das Baby halt richtig schön einmuckeln. So, dann haben wir einmal die ersten Schüchen, die ich fürs Baby gekauft habe. Auch von Vinted wieder ein paar Wollschüchen. Da weiß ich auch gar nicht, woher die sind. Da ist leider das Schild rausgeschnitten worden. Ich denke aber mal H&M. Diese Hose habe ich auch genäht. Da wusste ich noch nicht mal, dass ich schwanger bin. Total crazy. An Eisprung plus 6 habe ich die genäht. Die können wir jetzt auf jeden Fall auch tragen. Und das hier war der allererste Body, den ich gekauft habe. Damit haben wir Papa nämlich verraten, dass wir schwanger sind. Hier haben wir auch noch eine Wollmütze von Name It. Und hier ist noch ein bisschen Babyspielzeug. Das haben wir auch schon bei der Kleinen aussortiert fürs Baby dann. Ja. Hier haben wir auch noch so ein richtig, richtig süßes Name It Set mit so kleinen Waschbären drauf. Auch süß, auch mit einer der einzigen Teile, die wir neu gekauft haben, mit passender Hose. Und hier haben wir noch eine Latzhose, die ist von Next. Next liebe ich auch total, aber die Sachen sind natürlich auch ein bisschen kostspieliger. Da gehört auch noch ein Body dazu. Habe ich aber auch alles bei Vinted ergattert. Und das Letzte, was ich euch zeige, ist diese süße Jacke hier. Die ist auch von H&M, so süßen Teddyöhrchen. Und da habe ich einfach nur 1 Euro auf dem Flohmarkt für bezahlt. Ich hoffe mal, dass der Kleine die überhaupt trägt, weil die ist echt mini, mini, mini. Da steht zwar 56 drin, aber die ist echt so klein. Dieses Set haben wir übrigens im Urlaub gekauft, Born 2024, auf Madeira. Und das wird einfach immer, immer, immer Geschichte haben. So, meine Lieben, und das war's mit dem Baby-Haul Teil 1. Es folgt auf jeden Fall noch ein zweiter Teil. Und da werde ich euch dann den ganzen Rest zeigen und natürlich auch die ganzen großen Teile, die dann bald nach und nach eintreffen werden. Wir haben uns auch schon für einen Kinderwagen entschieden, aber da sind wir gerade noch mit der Firma im Gespräch, zwecks Zubehör und ähnliches. Und bei der Babyschale haben wir uns auch schon entschieden und da warten wir gerade auf ein neues Modell, was jetzt diesen Sommer erscheinen soll, bevor wir die kaufen. Aber wie gesagt, da werden wir euch natürlich auch berichten und mitnehmen. Folgt einfach mir gerne hier bei YouTube natürlich, auch sehr, sehr gerne bei Instagram. Da kommt nämlich jeden Tag ganz, ganz viel Content. Und auch auf TikTok, da ist auch immer was los. So, und jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen und tschüssi!